Ja, mein Name ist Melanie Hubert, ich bin 27 Jahre alt, habe vor 4 Wochen geheiratet, daher hat sich mein Name auch geändert, von Mulder in Hubert. Habe nach meinem Abitur damals die Ausbildung als Rettungsassistentin begonnen, nach einem halbjährigen beruflichen Ereignis in der Feuerwehr Ippenbüren habe ich dann mich dazu entschieden, Physiotherapeutin zu werden und habe dann ein duales Studium begonnen, sowohl Ausbildung als auch Studium kompakt in einem über 4 Jahre zu wählen. Das habe ich dann 2010 abgeschlossen, habe dann in der Sportreha in Hamm bzw. Herford gearbeitet. Das war so eine Kooperationspraxis dort und hatte da so die ersten Erfahrungen sammeln dürfen mit Profisportlern. Unter anderem war halt so Patienten wie Odonkor, gehörte zu unserem Patientenklientel. Und dadurch konnte ich halt einfach so die ersten Erfahrungen im Profisport bzw. Profifußball halt sammeln. Aber es ist kein stechender Schmerz da? Nee, oder? Nee. Das nicht? Nicht stecht. Okay, das ist schon gut. Ja, so dass es so hart ist, also. Ja. Hier muss halt noch ein bisschen mehr halt einfach im Stabi-Training machen. Ich kann das hier zu weit aufdrehen, die Hüfte, ne? Also, dass du da noch ein bisschen mehr Stabilität reinbekommst, okay, damit du nicht irgendwie einen Pressschlag oder so, da das zu weit nach außen geht, das Bein. Ne? Musst du mir nochmal ein paar Übungen zeigen? Ja, klar, kein Problem. Geht besser. Besser? Ja. Okay. Dann machen wir es mal 2-3 Mal. Spann mal wirklich nach innen hin, komplett gegen meine Hand. Weiter, 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 weiter. Okay, Pause, ganz locker. Okay, und einmal nochmal innen hin spannen wieder. Mehr, 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 mehr. Komm, 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 komm. Okay, locker. Machen wir nochmal ein schnelles Kinesio-Tape fürs Training drauf, ja? Dass da am Muskel nichts passiert. Super. Okay. Ich denke, das läuft. Ja. Perfekt. Okay. Sehr schön. Ja. Okay. Gut. Okay, mit dem Kopf zurück. Mit dem Kopf. Wieso macht man das jetzt? Also wieso die Übung? Damit man halt einfach Stabilität vom Fuß her bekommt, ne? Mehr Stabilität. Weiß ich nicht. Vom Fuß. Okay. Das Ganze nochmal seitlich, also von der Seite kommen, von da drauf stabilisieren, zurückspielen. Okay. Und mit Vollspann spielen wir zurück. Okay. Hammer, Vorsicht. Vielleicht für Innenseite besser. 2011 den Anruf von Mike Walpurgis bekommen, der gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, bei den Sportfreunden Lotte als zweite Physiotherapeutin anzufangen. Da das Ziel meiner Ausbildung sowieso immer war, Physiotherapeutin zu werden, weil ich einfach im Profifußball hinein wollte, habe ich das sofort angenommen und nach so einer Einarbeitungszeit habe ich mich dann dazu entschieden, das hier anzunehmen und habe dann erstmal so mit 10, 20 Stunden die Woche in Lotte im Winter 2011 hier begonnen und bin jetzt in der 5. Saison bei den Sportfreunden als Physiotherapeutin angestellt, seit der Saison 2013 zu 2014 auch als Vollzeitphysiotherapeutin. Also seitdem ist der Kollege weg hier aus Lotte, weil der angefangen hat zu studieren und ich habe das Ganze hier übernommen.